Lars Castellucci. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachdem man in der gestrigen Debatte zur Regierungserklärung den Eindruck hatte, dass das Wichtigste, um was es jetzt geht, ist, wo Sie künftig sitzen werden, werte Antragsteller, sind Sie jetzt heute bei den Sachthemen angekommen. Das ist schon mal gut. Ihr Antrag ist auch gut, aber er ist nicht nötig. Und frei nach Montesquieu, wo es nicht nötig ist, einen Antrag zu stellen, wäre es eigentlich nötig, keinen Antrag zu stellen. Die Ministerin hat schon für Klarheit gesorgt. Das Amt des Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit wird fortgesetzt werden. Das ist auch eine richtige Entscheidung der neuen Bundesregierung. Selbstverständlich können wir nicht sämtliche Beauftragte, die es im Geschäftsbereich der Bundesregierung gibt, in einen Koalitionsvertrag hineinstellen. Und es ist nicht nur unsere Aufgabe, das alles nur fortzusetzen, sondern auch mal eine Sekunde darüber nachzudenken, ob alles, was angesammelt worden ist über die letzten Jahre, tatsächlich wert ist, fortgeführt zu werden. Das hat etwas mit Demokratie zu tun. Das sollten Sie hier auch wertschätzen. Wenn man so über die Gänge läuft und sagt man, also wörtlich vielleicht nicht, aber man kriegt manchmal den Eindruck, dass denken Leute, da ist jetzt so eine gottlose Truppe unterwegs. Und das Erste, was die macht, ist, dieses Amt des Beauftragten für Religionsfreiheit abzuschaffen. So, erstens ist es nicht so. Und zweitens offenbart man ja mit einem solchen Gerede, dass man gerade den Kern von Religionsfreiheit überhaupt nicht verstanden hat. Weil man kann ja nicht unter der Fahne der Religionsfreiheit irgendjemanden zum Vorwurf machen, dass er einem bestimmten Glauben nicht anhängt. Und das muss an dieser Stelle auch klar gesagt werden. Religionsfreiheit ist Freiheit zum Glauben, aber auch die Freiheit, keinem Glauben anzuhängen. Und das wird diese Bundesregierung auch fördern. Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, mal ein bisschen inhaltlich über dieses Amt zu sprechen. Wir haben zwei Berichte vorgelegt bekommen. Wenn das Amt neu besetzt wird, ist es mein Anliegen, dass wir tatsächlich zu etwas kommen, was eine Art Monitoring ist. Es ist gestartet, dass wir einzelne Länder rausgegriffen haben in der Welt. Und das bedeutet doch immer, dass wir aus deutscher Perspektive auf andere mit dem Finger zeigen und sagen, so und so sieht es bei euch aus. Und ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir brauchen eine Berichterstattung, die uns einen guten Überblick über den Zustand der Religionsfreiheit tatsächlich weltweit gibt. Das heißt, es braucht ein Monitoring aller Länder. Der zweite Punkt, der wichtig ist, und der ist von meinem Kollegen von den Grünen ja angesprochen worden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir in einem Land leben, in dem ja nun beinahe täglich, zuletzt war es eine Moschee in Leipzig, Übergriffe auf Synagogen, wo Menschen sich nicht auf die Straße trauen mit Kippa oder mit Kopftuch, dann ist es doch eine Notwendigkeit, eine bittere Notwendigkeit, dass wir sagen, wenn wir weltweite Religionsfreiheit zum Thema machen, dann ist es unsere Aufgabe, auch Vorbild dabei zu sein und nicht nachzulassen dabei, dass in diesem Land jede und jeder seinen Glauben frei ausleben muss. Und da wird diese Regierung noch mal deutlich eine Schippe drauflegen müssen. Ich finde es immer wieder bedrückend und beschämend, wenn ich sehe, dass wie Gotteshäuser in diesem Land beschützt werden müssen. Es ist nötig, dass sie beschützt werden, aber es ist beschämend. Stellen wir uns vor, diejenigen, die dem christlichen Glauben anhängen, wir würden an Weihnachten durch Sicherheitsanlagen in die Gottesdienste gehen. Was wäre denn dann in diesem Land los? Und das zeigt doch, dass da eine Riesenaufgabe vor uns liegt. Und ein letzter Punkt zur Rolle des neuen Beauftragten oder der neuen Beauftragten. Wir dürfen nicht immer nur feststellen, dass es schlecht ist und absehbar schlechter wird. Wir müssen auch was dafür tun, dass es besser wird. Und dazu müssen wir diejenigen unterstützen, die für interreligiösen Dialog und für diese Religionsfreiheit auch aktiv eintreten. Gerade in dieser Woche war der Hohe Kommissar, der Generalsekretär des Hohen Kommissariats für die Brüderlichkeit hier im Deutschen Bundestag auch zu Gast. Das sind Initiativen für Dialog, von denen kaum jemand etwas mitbekommt. Wir müssen sie stärken. Das ist unsere Aufgabe. Dem oder der neuen Beauftragten wünsche ich schon heute eine glückliche Hand und uns allen frohe Feiertage oder schöne Weihnachten, wenn Sie daran glauben. Vielen Dank. Zu seiner ersten Rede im